Wieder da. 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 Sorry. Dankeschön. Dankeschön. Grüezi. Hallo, hallo, hallo. Ach, Leute, ihr seid mir schon welche. Weißt du, ich freue mich schon auf die Zeit, wenn wir dann mit VR-Brille dann hier wirklich in so einer Welt sind und dann den ganzen Scheiß selber machen. Ich stelle mir das so geil vor. Ohne Witz, ohne Witz. Das wäre so mein Träumchen. Wahrscheinlich wird das dann auch zu kompletten Realitätsverlust hier in meinem Fall führen, weil ich da so gehypt bin, aber... Och nein, nicht so ein Flip-Ding wieder. Ups. Okay. Das hat mir ja schon mal so ein Problem. Wir können ja jetzt flippen, das hatten wir damals noch nicht. Ah ja. Okay. Ah, okay. Das muss so. Das muss so. Da muss der nach unten. Okay. Oh lol. Das ist schon mal richtig. Okay, und den muss ich flippen. Ein paar Mal. Okay. Kann ich den denn drehen? Kann ich den denn drehen? Ah, so. Oh lol. Perfekt. Hä? Ah, das ist richtig. Ich wollte schon sagen, warum geht das nicht? Oh Mann, Hut. Nice. Fertig. Noch nicht auf Reserve, schon schwer bei der Ampel. Huh? Achso, das wäre schon echt geil. Aber spielst du noch Horrorspiele? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass ich das könnte. Ohne Witz. Ohne Witz. Ich glaube, da würde ich sterben. So Autos, wie gesagt. Nein, Mann. Ich hab... Nee. Die Konsolen Exolivkas könnte mir echt spannend eine VR-Brille vorstellen. Ich weiß nicht. Also ich stelle mir halt einfach vor, also so, ich glaube für den Anfang hätte ich gerne einfach eine Fantasiewelt, wo du sowas wie, keine Ahnung, auf Drachen fliegen kannst oder ein Hippogreif oder sowas in der Art, weißt du, so kann auch gerne Mixed Universes sein. Das finde ich gar nicht schlimm. War ich da gerade drin? Okay. Also das ist mir egal. Also irgendwie Sachen, die du erlebst, weißt du. Oh, Skyrim, ja, ist ja auch richtig nice. Weil Skyrim ist ja opala. So grausam auch, ne? Okay, was mache ich hier? Nix. Warte. Einfach nur reinlaufen und looten. Okay. Rebellion. Rebellion? Ja. Okay. Bin ja voll dabei. Das wäre schon nice, ja. Ich glaube, meine Lieblingswelt wäre die Witcher-Welt, glaube ich. Die hat mich immer sehr begeistert. Aber die war auch so grausam. Ich weiß es nicht. Dann kämpfst du gegen Drache von Person zu Drache. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Sorry, ich hatte halt Witcher richtig abgeholt damals. Das war halt so mein Ding. Oder Tomb Raider. Oh mein Gott, Tomb Raider in VR. Das wäre mein Ding. Ich warte lieber noch auf Neuralink. Da bist du erst so richtig in der Matrix. Oh, das ist auch krank. Das ist auch krank, ey. Krank. Blub. Blub, blub, blub. Oh. Okay. In Nähe anscheinend. Ist hier noch einer zum Zerdötzen? Oh ja. Wie? Ach so, lol. Gar nicht jetzt. So knifflig, Merlin. Gar nicht so knifflig, Merlin. Es ist toll, dass du der Hutmacher hast, alles so mit der Lage. Stimmt, stimmt ein bisschen. Da hast du recht. Ich bin gerade ein Glücksbringer, okay? Auf jeden Fall versuche ich das gerade. Aha, alles falsch geschrieben, was? Oh, warte, ich muss da eben gucken. Aber vielleicht wären Outlast und Visage mit VR-Brille eine gute Vorbereitung auf Exklusivquests zu zeichnen. Ich weiß nicht. Assassin's Creed, auch geil. Ich würde lieber noch auf Neuralink. Ja, was? Alles falsch geschrieben? Sieht aus wie der Hutmacher, aber...
Also dein Char. Was habe ich denn? Was ist denn falsch geschrieben? Ups. Was ist denn falsch geschrieben? Verstehe ich nicht. Was? Achso, ja, wir haben schon Mitternacht. Wir haben schon spät, ja. Was ist falsch geschrieben? Das kann ich gar nicht. Immer muss ich töten. Alter. Ganz einfach ausgewichen. Okay. Kommst du nicht davon? War's das? Kampfmusik, aber ich sehe nichts. Ja, ich habe mich dazu entschieden, das doch zu machen. Aber, ungerne. Aber ganz ehrlich, alles für mich töten, da muss ich halt auch mich wehren. Ich bin innerlich ein Nukemagier. Ja, wahrscheinlich ja, aber nicht so sehr wie du wahrscheinlich. Ich glaube, du hast da nochmal ein bisschen mehr gewonnen. Aber guck mal, hauptsächlich greife ich mit meinen anderen Skills an. Also ich glaube, meine gefährlichste Kombo ist einfrieren und zerschneiden. Würde ich jetzt mal behaupten. Was soll das denn heißen? Was ich sag, ey, du hast gesagt, du hast es öfter benutzt als Revelio, ja? Das waren deine Worte. Ich habe dich nur zitiert. Revelio. Ah, schon wieder das hier. Oh! Lol. Dass das alles aufgeht, weißt du? Ich habe hier keine Ahnung, was ich mache. Willst du das, weißt du? Stimmt. So witzig, ich drücke random auf die Sachen und es funktioniert aber. Keine Ahnung wie, aber ist in Ordnung. Nehme ich mal an. Haben wir hier noch was zu lohnen? Nein. Ja. Ein Spinnbeinchen. Mein Image ist wohl nicht das Beste. Ja, cool. Ja, ey, come on. Was Killen angeht und was Morden angeht und Wissen und Schnetzeln, da hast du doch wohl den Ruf als eindeutige Headshot-Killerin, oder? Natürlich habe ich trotzdem eben. Okay, was wollte ich machen? Achso, Quests. Hui. Ich weiß nicht, ob das schneller gehen würde, wenn ich einfach porte. Ich meine, das 1200 ist schon echt eine Menge, ne? Außerdem entdecke ich immer so viel beim Erkunden und das ist tatsächlich immer negativ. Nicht so ein Dings der Magie, echt. Oh. Für genug Galeonen würde ich meinen Vater ausrauben. Okay, da mache ich das noch eben. Ich dachte, unser Motto war Toten verderben. Yes, man. Yes. Ups. Habe ich den eingesammelt? Was für ein. Ach, hier. Okay, ranziehen, verbrennen. Okay, nice. Okay. Ich trage nach Frostballen davon.
Triff einen Gegner mit Glacius. Mach ich doch. Glacius. Oh. Hab ich. Oh. Warum zählt das nicht? Hm. Wieso nicht Totenverderben? Die sahen auch schon mal besser wir aus. Doch. Aber wir sind doch Totenverderben. Verstehe ich nicht. Deutschland hat beim ESC. Nein, heute ist der ESC. Echt? Oh. Hm. Tut mir schon irgendwie leid. Hm. Wie gut, dass ich dieses Jahr nicht mitgemacht habe. Gerade Punkteverteilung. Oh, und was fandest du geil? Bis jetzt noch. Oh Gott, okay. Goldene Adler, schön. Schade, dass das niemand gesehen hat. Hm. Dann schweben gerade eins. Alles kacke. Gar nicht meins. Auch schade. Okay. Aber sag nichts, ja? Ich will mich dieses Jahr bewerben für nächstes Jahr. Also ich will es nochmal probieren. Vielleicht habe ich ja diesmal Glück. Alles Mainstream. Oh. Außer Deutschland. Das war funny. Ja, Deutschland hatte so ein Metal-Ding, ne? Hm. Ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Was mache ich denn hier für eine Kacke? Bombarda! Heliamos! Contringo! Bombarda! Es war alles zerstören, ne? Wie wichtig ist die Mauer? Ich hoffe nicht so wichtig. Contringo! Okay. Nice. Ah, da ist ja noch jemand. Oh, ein Gentleman. Guten Tag, der Herr. Läuft hier durch, als wäre nichts. Kennst du Euphoria? Ja, kenne ich. Euphoria war richtig gut, ja. Das mochte ich aber auch richtig gerne, das Lied. Das habe ich, glaube ich, auch in meiner Playlist. Aufträge. Eine Krypta-Karte. Du musst in die Krypta. Kato. Welche Krypta? La 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 la. Hier. Krypta. Die macht dieses Jahr wieder für ESC mit und ist gerade erster. Da bin ich aber gespannt. Da bin ich gespannt. Also, die mochte ich auf jeden Fall gerne. Aber das sieht doch gut. Ach, wie witzig ich aussehe mit diesem Kleeblatt. Dingenskirchen, echt so richtig lustig. Lalala. Oh, okay. Hm. Aber ich finde Euphoria zu toppen auch echt übel schwer. Dann wollen wir mal rein in die Uhr. Was ist gleich zu Euphoria? Ach so. Hm. Hast du meinen Onkel gesprochen? Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft sehen. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Und sollte er hören, dass wir sie nutzen, geht er direkt zu Professor Black. Ha. Oh je. Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Doof, find ich auch. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Was für ein Wappen schickst du mir? Was meintest du damit, Anne ein Wappen zu schicken, damit sie sich mit dir trifft? Wir hatten unsere Eltern verloren und packten, um zu Solomon zu ziehen. Wir konnten nicht alles mitnehmen. Sie ordnete sorgfältig ihre wertvollsten Besitztümer. Eine Kiste mit Dingen, die sie an unsere Familie erinnerte. Schmuck, Karten, alte Fotos. Sie kam zu ihrem Lieblingsstück, einem handgefertigten Wappen, und reichte es mir, ohne zu überlegen. Das wird dich beschützen, sagte sie. Es ist nicht verzaubert, aber ich trage es immer bei mir. So erreiche ich Anne. Ich werde ihr das Wappen zukommen lassen mit Plänen für ein Treffen. Vorsicht, Sebastian. Dein Onkel könnte es abfangen. Dann fliegen wir von der Schule.
Auch wenn Ominous wütend auf uns ist, hat er nichts für seine Familie übrig. Er würde ihre Beziehung zum Schulleiter nutzen, wenn wir seine Hilfe bräuchten. Das ist wirklich sweet. Sehr schön, ist auch ein bisschen besessen mit dunkler Magie. Ja, ich glaube, der ist vielleicht böse. Das stimmt. Das stimmt. Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Ich habe so ein bisschen Angst, dass der irgendwie so ein Schießling wird, weißt du. Okay. Küsschen geht raus. Oh ja, genau. Aufträge wollte ich machen. Dann gucken wir mal. Das vergessen. Oh mein Gott. Ab zu Hogsmeade. Ich glaube, das schlüpft. Guck mal, kann ich auch direkt porten. Träumchen. Also ich mag Sebastian immer noch. Okay, ja, also ich auch. Aber ich denke mir so, aus dem kann mal was Fieses werden. Aber das denke ich tatsächlich auch so ein bisschen über die Hauptstory. Über die Dingenskirchen. Also über die, ich weiß nicht, wie die heißt gerade. Isidora oder so? Ja. Sie ist sonst verlässlicher. Wer ist verlässlicher? Ich bin doch hier. Ich stehe doch hier. Ich hoffe, du hast noch nicht lange gewartet. Sweet. Ganz und gar nicht. War gerade bei der Post. Laut Oma sollte ich ein Paket bekommen. Aber sie hat wohl vergessen, es abzuschicken. Sie hat mir diese Woche auch keine Eule geschickt. Ist wohl mit ihrer Forschung beschäftigt. Leicht. Was wollte sie dir schicken? Nur etwas Futter, das sie entwickelt hat. Ich wollte es Professor Howen für die Kniesel geben. Welche Art von Forschung betreibt sie? Das variiert ständig, aber es hat immer etwas mit Tierwesen zu tun. Letzte Woche hat sie die Beinknoten von Plimpies untersucht. Cool. Was weißt du über den Drachen, den du verfolgt hast? Sie wusste nicht, dass die Wilderer ihr Ei hatten. Sebastian ist ja aber die beste Grabenkasse im Ozean. Kann auf jeden Fall am besten singen. Ich bin zurück zum Zelt und habe ihren Flug verfolgt. Wie verfolgt man den Flug eines Drachens? Wie verfolgt man denn einen Drachen, wenn er längst weg ist? Baumkronen, Brandspuren, sowas halt. Ach, okay, ja gut, macht Sinn. Wie meintest du ja, könnte sich was entwickeln? Bin ich mir gut ganz gemacht. Sicher, ja. Du weißt wirklich, was du tust. Ich bin nicht sicher, aber ich habe eine Ahnung, wohin sie geflogen sein könnte. Ich dachte, wir könnten uns das mal ansehen. Klar. Ja, gut, wollen wir los? Ich würde gerne sehen, wie es dem Drachen mit einem Halsband geht. Und sie ist vermutlich ganz wild auf das Ei. Alter, die wird uns abfackeln. Ey, die wird da mit dem Rasenmäher drüber gehen, ne? Ich glaube nicht. Hier sollte es sein. Ich bin sicher, hier finden wir sie. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Das Gelände passt zu den typischen Brutorten dieser Art. Ich vermute, so haben die Wilderer sie überhaupt gefunden. Vor allem hatte der Spieler sie haben ihr Lager hier aufgeschlagen und sie beobachtet. Was? Sie holten vielleicht erst sie und dann das Ei. Drachen sind schwer zu bändigen, erst recht, wenn sie Junge haben. Und das hast du dir alles beim hier rumstehen überlegt? Du wirst überrascht, wie leicht es ist, wie ein Wilderer zu denken. Schauen wir, ob sie zu Hause ist? Wir müssen nur ihr Ei zurückbringen. Oh je. Das klingt doch ganz einfach. Es sollte schnell gehen. Danach können wir die Wilderer endlich hinter uns lassen. Oh je. Du hast nicht darüber nachgedacht, dass der Drache tot ist, oder? Nein. Es gehört ihr. Wenn ich es behalte, wäre ich so schlimm wie die Wilderer. Wenn du recht hast und wir sie hier finden, wie bringen wir das Ei dann zurück? Ihr Nest ist wahrscheinlich im Herzen ihres Baus, über den sie wacht. Dort dürfte auch alles verkohlter sein als der Rest, könnte ich mir denken. Ach Gott, ey, okay. Gut, dann. Gut. Dann finden wir den Drachen und geben das Ei zurück. Wunderbar. Wird jetzt wenn lachen. Wenn sie uns herumfliegen sieht, hält sie uns vielleicht für Angreifer. Wenn das genau da ist, wo ich heute war. Wir sollten zu Fuß gehen. Ah. Oh, und eins noch. Regen wir sie nicht auf. Sie hat wirklich genug durchgemacht. Bereit, wenn du es bist. Okay, vor allem hatte der Spieler und Sebastian etwas. Meinst du mit hier der Charakter, den ich spiele und Sebastian haben was? Oder was meinst du? Halt in der Zukunft. Was wir nicht mehr spielen. Ach so, du meinst, sie sind ein Liebespaar. Aber ich bin mir sicher, the only one with 0 points. Oh, warte, Deutschland jetzt. Sie nehmen, gibt leider nur selten so herzensgute Menschen. Auf was bezieht sich das? Ach so, mein Charakter. Okay. Also, oh Gott, okay. Finde das Drachennest. Okay.
sie. Über uns. Sie hat es sicher herausgeschafft. Oh gut, anscheinend trug sie kein Halsband wie die anderen Drachen. Ach du Scheiße. Das ist bestimmt sicher, ey. Ich laufe jetzt ernsthaft dem Drachen hinterher. Okay. Die Arme muss Krankvorsorge um den Verbleib ihres Eis sein. Oh mein Gott. Ist das Blut? Das ist Blut. Oh, was passiert da für eine Kacke, ey. Ohne Witz. Wenigstens scheint sie uns noch nicht entdeckt zu haben. Hoffentlich wir bleibt das auch so. Gegessen. Zumindest bis wir getan haben, wozu wir hier sind. Oh. Sie ist schon tot. Hier, Leo. Ohne Witz kann meine doofe Duellleistung nicht machen. Das funktioniert nicht. Drachenzähm leicht gemacht. Oh Gott, ja, Mann. Revelio. Oh, okay, wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich meine, wir haben schon ein krasseres geschafft oder so. Wobei ich schon wirklich das als top. Oh. Wo sind sie, Smithy? Ich dachte, sie würden sich uns in Borneo anschließen. Ich weiß, dass sie sich Hoffnung auf den Kampfring machen. Aber die wahren Galeonen findet man in Akromantulas. Sie würden nicht gleich zu schweigen davon, dass Borneo gar nicht so übel anzuschauen ist. Wie auch immer, wir ziehen bald weiter. Vielleicht nach Ägypten. Es ist so eine Erleichterung, keine Last mehr zu tragen. Bis bald. Angus. Wie süß. Sie halten Kontakt zueinander. Tja. Tja, er ist tot. Revelio. Okay, dann wollen wir mal rein. Reparo, da. Ist fantastisch. Danke, danke. auf andere Art, das stimmt. Das sind gute Filme, das stimmt. Aber ich habe gerade ein bisschen Angst, Leute, es tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen gefesselt. Ich habe halt keine Lust, mitten in die Fresse zu laufen von irgendeinem fiesen Fiesling. Ich frage mich, wie es um ihr Sehvermögen steht. Ah, wie bitte? Ich glaube nicht, dass die Wilderer sie gut gefüttert haben. Revelio, ohne sehen wir für sie wahrscheinlich aus wie Schafe. Hebriden lieben Schafe. Das sind ja tolle Aussichten. Ach du Scheiße. Das ist voll die gute Idee, Leute. Es ist voll die gute Idee, mit dem Ei jetzt in einem wütenden Drachen zu laufen, Leute. Vorsichtig. Klingt nicht dumm. Klingt perfekt. Es ist gar nicht verwerflich. Da ist schon geil. Sie muss sehr hungrig gewesen sein, um einen Grabhorn zu fressen. Das ist ein Grabhorn. Oder sie war auf einen Kampf aus. Oh, ein Grabhorn. Die kann ich noch finden. Sweet. Muss ja hier in der Nähe einer sein, ne? Ohne Witz, ich muss hier irgendwo sein. Also, in der Grabhorn ist. Ohne Witz. Der Drache ist mad. Oh, Scheiße. Oh! Ja, deswegen stehst du auch so gechillt da. Soll ich das denn machen? Ach, okay. Warte hier. Ich laufe vor. Sag mir, wenn du soweit bist. Folge dir. Okay. Lenke sie ab. Komm nach, wenn es sicher ist. Wie, ich lenke sie ab? Ich lenke sie gar nicht ab. Labert die da? Okay, das war gar nicht so schwer. Jetzt? Was soll ich tun? Du hast einen Lund? Lund, Lund, Lund? Nein, Sackgasse. Ich kann echt nur immer. Oh ja, voll, voll, Vorsicht, voll. Das ist ihr Revier und sie wird es uns wissen. Weiter so. Ah! Das Nest erreichen. Alter. Oh, sie macht es uns nicht leicht. Kein herzlicher Empfang. Aber herzlich. Von einem Kaminfeuer. Kaminfeuer. Oh, gutes Zureden bringt vermutlich nichts. Ich schaff das noch. Du musst zu der Öffnung unter ihr. Eins, zwei, drei. Ah ne, okay, nur zwei. Wann ich da hoch? Wie komme ich denn da hin, ohne zu sterben?
Ja, so. Einfach laufen. Okay. Das ging noch mal. Klar. Geht da bei dem Imperium? Ey, ich trau mich nicht. Ich mach doch kein... Nee. Wir sind fast da. Das lassen wir mal schön sein. Was ist, wenn es nicht geht? Und dann sind wir halt Brei. Wo ist das Nest? Das Nest ist hier gar nicht. Doch kein Nest. Auf jeden Fall sind das hier. Okay. Warum sind hier alle Brücken zerstört? Zum Glück kann ich das hier. Oh, Leute. Ihr macht mich fertig. Ihr macht mich fertig. Ihr macht Wenn mich fertig. Wenn wir zurückgeben, kommen wir hoffentlich ohne viel Aufhebens hier weg. Was soll das Nest sein? Okay. Hallo! Wir haben dir auch das Ei zurückgebracht. Oh je. Oh je. Atemberaubend. Und hast du gesehen, wie clever? Sie ließ uns komplett in Ruhe. Huh! Tierwesen sind weit schlauer, als viele Leute glauben. Das sagt Oma auch immer. Das Wichtigste ist, dass wir überlebt und das Ei zurückgebracht haben. Boah, danke, ey, dass du mir geholfen hast. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du jetzt erstmal genug von Drachen hast und lieber zum Schloss zurück willst. Keineswegs, aber wir können zurückgehen. Sollen ja, wir dann komm. Zurück? Ich wäre bereit. Ich auch. Nach der Drachenrettung in der Hornschwanzhalle. Das war, wenn ich rechne so ich außerhalb des Schlosses jederzeit mit einem Angriff der Wilderer. Als was? Verständlich. Wir haben ja auch ihren Kampfring sabotiert und ihr Drachenei gestohlen. Stimmt. Du hast recht. Aber warum sind sie uns nicht gefolgt? Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Oh, da ich ja Punkte bekommen. Wir haben ausnahmsweise mal nicht Sie haben null. Es doch getan. Als ob. Oh nein, dass ich das nicht vorausgesehen habe. Wir müssen los, ich brauche eine Eule. Oh nein, jetzt habe ich aufgepasst. Oh, sie haben was getan, jetzt habe ich aufgepasst. Scheiße. Wir haben zwei. Was? Deutschland hat mehr als null Punkte. Nein, really. Das ist ja mal witzig. Wirklich. Wie konnte ich so blind sein? Was machen wir denn jetzt? Jetzt habe ich die Quest nicht richtig mitbekommen, ich Trottel. Oh, scheiße. Ich habe neue Sachen. So. Aber noch schlechter. Habe ich auch neue Sachen bekommen? Auch schlechter. Noch identifizieren. Okay. Ich sehe so bescheuert aus, ne? Okay, was muss ich machen? Nix. Herausforderung. Nix. Ausrüstung. Nee, Aufträge. aber du musst ja. Aber ohne Witz jetzt. Wo war ich denn jetzt? Oh, was haben wir denn hier? Aber ohne Witz, wo war ich denn jetzt? In welcher Ecke? Hier irgendwo? Wo war ich gerade? Hier wahrscheinlich, oder? Nee. Hier? Auch nicht, oder? Ich weiß nicht, wo ich gerade war. Das gibt's doch wohl nicht. Hier?
Fall nicht auf die Map geguckt. Jetzt bereue ich das ein bisschen. Oh, ein Drache. Ja, keine Ahnung. Irgendeinem Schloss auf jeden Fall. Hier? Jetzt ab. Ich war im Umkreis von Hogwarts. Soll denn hier so eine fette... Hier? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das war schon ein bisschen weiter weg, oder? Hier maybe? Ich weiß nicht. Oh, hier vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich war. Okay. Keine Ahnung. Entschuldigung. Ey, ich bin so raus gerade. Nee, Drachen haben wir noch nicht, nee. Wir haben auch noch keine Grabhörner und wir haben auch noch keine Phönixe. Ich dachte, das wäre jetzt meine Gelegenheit, ein Grabhorn zu bekommen, aber ich habe mir nicht gemerkt, wo ich gerade war. Das ist so doof, ey. Ich wollte eigentlich noch auf die Map gucken, habe es aber nicht getan. Und jetzt habe ich den Salat. Naja. Oh, lol. Falsch. Ich vermute auch, dass man keine Drachen haben. Upala haben kann. Weil, ich kann ja sehen, welche Zutaten noch fehlen, um meine Sachen zu verbessern. Und dann. Auf geht's nach Hogsmeade. Da steht nichts von Drachen leider. Hi. Hallo. Kann ich irgendwie behilflich sein? Wie geht's dir? Ich bin Zacharissa Tugwood. Und ich habe ein aufregendes Angebot für dich. Oh, geil, nehme ich. Es mag dich überraschen, dass jemand mit meiner offensichtlich angesehenen Abstammung Geschäfte tätigt. Aber ich möchte einfach den weniger Glücklichen helfen. Was ist das für eine? Wie aufrichtig nett von dir. Das ist unglaublich nett von dir. Oh, das war noch nicht alles. Ich habe mit einer neuartigen Schönheitscreme experimentiert. Eine Creme, die unsere glorreiche Schule von den hässlichen, fettigen Kunstern befreit. Oh nein, ich gucke nicht. Ich darf mir nicht verraten. Ich möchte nicht gespoilert werden. Die armen Mitschüler plagen. Es tut mir leid. Da möchte ich nicht wissen. Ich will das rausfinden. Sie wachsen allerdings im verbotenen Wald. Wenn doch nur jemand gegen Bezahlung ein paar für mich sammeln würde. Was sind Bubotubler? Was genau sind Bubotubler? Nee, kein Problem, kein Problem. Dinger, wirklich. Alles gut. Bedeckt mit Ausstülpungen. Man muss sie quetschen, um den Eiter zu erhalten. Sie stehen übel und bewegen sich wie von selbst. Ich würde mich den Dingern nicht nähern, wäre da nicht meine Hingabe zu meinen Mitschülern. Alter, was muss ich bitte ausquetschen? Wie in aller Welt hast du festgestellt, dass Bubotubler-Eiter die Haut reinigt? Zaubersprüche taugen nicht für alle optischen Verbesserungen. Ein falscher Zauberspruch kann zum Beispiel die Augenbrauen komplett verlagern, anstatt sie zu verdünnen. Meine liebe und nun ewig überrascht dreinblickende Nachbarin hat das selbst erlebt. Die Ärmste. Ich bin sicher, ewig überrascht hat die Zukunft. Ich bin immer auf der Suche nach Möglichkeiten, diese Welt schöner zu machen. Ich dachte, wenn reiner Bubotubler-Eiter Pickel verursacht, würde eine veränderte Form solche Entstellungen rückgängig machen. Und es stimmte. Oh mein Gott, ekelhaft. Ich versuche, ein paar aufzutreiben, wenn ich die Zeit finde. Prima! Ich würde selbst gehen, aber ich will nicht. Ich brauche nur ein paar Bubotubler, aber die wachsen wild, also wirst du ein wenig suchen müssen. Unsere pickeligen Klassenkameraden zählen auf dich. Also los! Unsere pickeligen... Alter, bitte... In dem verbotenen Wald für Bubotubler? Ich hoffe, es ist das Risiko wert. Alter, was mache ich da gerade für eine Scheiße mit? Ehrlich, ich muss Eiter aus Bubotublern rausquetschen, um meine... Pickligen, bitte was? Wer hat sich diese Quest ausgedacht? Wer? Was? Ich hasse Backkartoffeln. Einfach nicht aufgepasst. Ey, das ist ja ekelig, Mann. Schau. Ey, das ist ja mal richtig widerlich. What the hell? Wow. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Okay, für meine Pickligen.
Mitschüler. Ups. Zwinge. Wie kann ich den denn zurück in die menschliche Gestalt zwingen? Ich weiß nicht wie. Wie kann ich den denn? Oh mein Gott, ich weiß nicht wie. Kann ich den denn zurück? Ich weiß nicht wie. Wie kann ich den denn? Und? Hat nicht geklappt. Wie kann ich den denn? Ah! Au! Alter! Oh lol! Wie kann ich den denn zurück? Ja, egal. Oh, sie nimmt es persönlich. Hat er das gerade gesagt? Ja, Mann. Ey, wenn ihr mich töten wollt, dann nehme ich das tatsächlich persönlich. Also kein Scheiß. Das, wenn ich so ein bisschen mehr. Okay. Bin schon manchmal echt gefährlich. Gegner? Yeah. Uppala. Alter, was muckst mich denn die ganze Zeit? Ich will hier doch nur in Ruhe lang. Schwarz-Weiß-Denken zeugt meiner Meinung nach von geringer Vorstellungskraft. Haben wir denn hier schöne? Okay, komm mal. Tim. Bini. Laut Sagarissa sind wir hier richtig. Also, wo sind diese Bubo-Tugler? Okay, dann geht hier schon mal ein Krieg los. Revelio. Sind denn bitte. Boah, ist ekelig, okay. Oh mein Gott. Das riecht grauenhaft. Zum Glück sind es nur noch vier. Ah, okay, ich brauche gar nicht so viele. Nice, okay. Okay. Es könnte ekliger kommen, oder? Oh, ab ins Spinnengebiet. Hey ho, let's go. Na toll. Ein Troll. Ah. Das sollte reichen. Ich gehe besser zu Sagarissa zurück. Oh. Ich mache ihm ja gar keinen Schaden. Okay. Oh, der ist ja richtig mad. Alter! Aua! Okay. Alter! Falscher Skill! Okay. Okay, wow. Okay, cool. Okay, oh mein Gott. Oh mein Gott. Nice. Ja, oder jetzt Trolle gehen jetzt mittlerweile so klar. Also ganz ehrlich, geht. Ich weiß noch, wie viele Versuche ich gegen den Mufti hier gebraucht habe. Der war schon echt übel schwer. Aber jetzt, kein Ding. Kein Ding. Kein Ding. GG. Dankeschön. Du scheinst zwar ein Sieg zu sein, aber das ist mal von einer Weltherrschaft entfernt. Na super. Das will ich wirklich nicht gerne hören. Danke für deine aufbauenden Worte, Renato. Du bist immer so liebreizend zu mir, als würdest du den Stream irgendwann übernehmen wollen. Renato, die Fiese. Wie? Wie? Nee, 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 nee. Sweet. Wie? Wie? Dann wollen wir mal. Wee. Wee, wee, wee. Okay, sorry, ich hör auf. Drei haben wir schon. Sagarissa, das ist doch nice. Ich habe die Bubo-Tubler gefunden, die du wolltest. Prächtig. Ich hoffe, es war nicht zu mühsam. Bekomme ich sie? Ja, aber für einen höheren Preis. Ein wenig Mühe war es schon. Von Trollen hattest du nichts gesagt. Ich finde, du solltest mich besser bezahlen. Ein höherer Preis ist wahrscheinlich weniger belastend, als gezwungen zu sein, die hässlichen, fettigen Pusteln unserer pubertierenden Mitschüler zu betrachten. Danke
Und natürlich dein Lohn. Jetzt kann ich meinen Trank für unsere armen, pekligen Mitschüler perfektionieren. Wer Was ist das für eine Quest? Sein? Ich oder unsere unansehnlichen, pekligen Mitschüler? Eines Tages kennt die Zaubererwelt meinen Namen. Und du wirst einen kleinen Teil dazu beigetragen haben. Oh mein Gott, wie weird ist das denn? Wie gute Nacht, Tim. Du bist im Bett? Echt? Ach, Jemine, ey. Oh, danke für den Follow. Das ist ganz schön lieb. Dankeschön. Oh. Okay. Karte. Ich war gespannt. Bin gespannt. Was ich denn tun? Wo ist der denn? Dort Weltkarte? Ach, Hogwarts, okay. Wo? Ach, hier. Kann ich in die Nähe porten. Danke für den Follow, das ist ganz schön lieb. Oh, Leute. Einige Gegner sind besonders schwach gegen bestimmte Zauberer und Techniken. Okay. Wo muss ich hin? Da. Hui. Ich frage mich, ob es Leute gibt, die nur mit Seidenschnabel unterwegs sind. Anstelle von mit dem Wesen. Mein Glück, dir geht's gut. Ja. Da bist du ja. Du wirktest vorhin so aufgelöst. Die Wilderer sind bei meiner Oma gewesen. Jemand hat mich in der Hornschwanzhalle erkannt und dann sind sie zu ihr. Wie meinst du das? Geht es ihr gut? Ihr geht es zum Glück gut, aber sie waren bei uns zu Hause. Dachten wohl, ich hätte das Ei dorthin geschickt. Sie sagte, sie hätten das ganze Haus auseinandergenommen und geschrien, dass wir sie ruiniert hätten. Oh nein. Das tut mir leid, Poppy. Ich bin froh, dass es ihr gut geht. Ich glaube, das hätte keiner von uns ahnen können. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe die Wilderer unterschätzt. Und nun ist noch ein Geschöpf in Gefahr. Wie meinst du das? Die Wilderer wollten nicht mit leeren Händen gehen und stahlen wertvolle Tagebücher, die Oma bei ihren Nachforschungen über seltene Tierwesen entdeckt hatte. Eines davon enthielt Theorien über ein geheimes Versteck der Schnatzer, die man lange Zeit für ausgestorben hielt. Oh, was ist ein Schnatzer? Oh, jetzt wissen wir das. Ein goldener Schnatzer ist das Tier, was vor dem goldenen Schnatz verwendet worden ist. Was für ein Wesen Verdammt. Ist denn ein Schnatzer? Ein kleiner Vogel mit goldenen Federn. Er ist unglaublich, hat drehbare Flügel, mit denen er schnell in jede Richtung fliegen kann. Tatsächlich basiert der goldene Schnatz im Quidditch auf dem Schnatzer, der vor Jahrhunderten grausam für diesen Sport verwendet wurde. Warum sollten Sie sich für Schnatzer interessieren? Sie könnten mit Schnatzern mehr Geld verdienen, als Sie es je mit Drachen kämpfen könnten. Die Federn und Augen der goldenen Schnatzer sind unglaublich wertvoll. Deshalb glaubt man, sie seien ausgestorben. Sie wurden von den Zauberern ausgerottet. Ich will mir gar nicht vorstellen, auf welch grausame Art sie heutzutage gezüchtet und für Profit getötet werden würden. Wo genau sind diese Schnatzer denn angeblich versteckt? Oma sagt, die Tagebücher seien etwas kryptisch, was gut ist. Vielleicht sind die Wilderer nicht schlau genug, um die Vögel zu finden. Hoffentlich. In den Tagebüchern wurde wohl nur vermerkt, dass der Schlüssel zu ihrem Versteck im Mondlicht liegt. Oma glaubt, dass man es auf eine Handvoll Orte eingrenzen kann. Ich nehme an, du willst verhindern, dass Wilderer in die Nähe der Schnatzer gelangen. Oma will, dass ich mich raushalte. Aber sie ist am Boden zerstört, weil Wilderer hinter den Schnatzern her sein könnten, falls es sie noch gibt. Wir hatten das Überraschungsmoment auf unserer Seite, als wir den Drachen gerettet haben. Aber jetzt werden die Wilderer nach uns suchen. Wir brauchen Verbündete. Andere, die die Wilderer ebenfalls hassen und die gerade am Kochen genauso schätzen wie bei Merlins Bart. Du bist ein Genie! Die Zentauren! Sie würden die Schnatzer um jeden Preis schützen wollen. Okay. Klingt so, als müssten wir mit den Zentauren reden. Wir müssen aufpassen, wie wir uns ihnen nähern. Das Verhältnis ist immerhin angespannt. Trotzdem könnten sie unsere einzige Also schlaf Hoffnung schon, sein. Tim, wenn du noch da bist. Ich denke drüber nach. Okay. Alright. Ich melde mich, wenn ich einen Plan habe. Goldene Schnatzer. Ich speichere mal, weil ich glaube, ich würde auch ins Bettchen gehen, Leute. Wir haben mich ziemlich spät. Und der muss morgen tatsächlich auch voraus.
Deswegen würde meine klitzekleine Wenigkeit tatsächlich jetzt ins Bett gehen. Geh nochmal kurz in das Shadow. Meine Lieben. Ist ja schon spät, ja. Viel zu spät eigentlich. Aber naja, keine Ahnung. Ach Leute, ihr seid cool. Ach so, übrigens, ich habe neue Sticker gemalt, ne? Also, ich habe die jetzt alle nicht hochgeladen, aber ich habe 5 neue Sticker und ich muss mich entscheiden für 4. Und, ich weiß nicht, für die Leute, die es nicht wissen, also ich male noch Sticker und ich habe einen Etsy-Shop und so weiter. Und, ich weiß aber nicht tatsächlich, also ich muss mich entscheiden, das ist ein bisschen scheiße. Aber, yay, muss ich tun. Und das hier ist einer der Sticker, den wollte ich drucken lassen. Dann habe ich noch den habe ich alle nicht hochgeladen, das ist natürlich doof. Ich glaube, ich mache das mal auf Instagram, dass ich dann frage, welche Sticker so interessant sind und wer das machen möchte oder so. Und dann gucke ich einfach mal, worauf die Leute Bock haben. Und dann könnt ihr entscheiden oder so oder was weiß ich. Also ich habe auf jeden Fall 5. Ey, ich weiß auch nicht. Guck mal, wie ich glänze. Das ist voll das Licht, ne? Egal. Ach genau, richtig, hier beim Linktree. Da findet ihr auch meine YouTube-Seite und so weiter und so weiter und so weiter. Weil ich bin ja auch Musikerin und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Follow da lasst auf YouTube tatsächlich, weil ich das immer vergesse zu erwähnen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr Bock habt, mir zu folgen, was auch immer. Okay, Leute, aber meine Wenigkeit geht jetzt ins Bettchen, ne? Und dann würde ich einfach mal schlafen gehen und hallo, ich würde mal einen Raiden. Da freut er sich. Okay. Ja gut, schon erledigt. Das ist lieb. Okay, meine Lieben. Dann sage ich gute Nacht. Schlaft schön und träumt was Süßes. Und bis dann, ne? Taui! Auf Wiedersehen! Liebe geht raus an euch. Auf Wiedersehen! Tschüss!